Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Und ich werde auch in der Liga A jetzt Wally gegen Müller tauschen, weil ich habe das Gefühl, Info Valbuena funktioniert einfach als Wechselspieler leider nicht so gut. Es hatten eigentlich die Pay bisher an, okay, zwei Vorlagen. Aber ich glaube, die Pay ist besser als Valbuena. Ich werde ihn weiter beobachten, aber ich glaube, er macht sein Ding gut. Ansonsten habe ich auch kein Problem, wieder auf Valbuena zurückzuwechseln, logischerweise. Da könnte man dann Depay als Wechselspieler nehmen, aber Depay ist ziemlich teuer. Das wäre ein ziemlich teurer Wechselspieler. Gut, das ist eigentlich ein eher durchschnittlich gutes. Damit meine ich, das sind halt keine krassen Infos dabei. Natürlich ist Hazard und sowas schon geil. Aber wir haben jetzt nicht die Oberbösen wie Messi, Ronaldo oder wie gesagt, irgendwelche krassen Infos drin. So, konzentrieren. Gut ausspielen das Ganze, Chancen nutzen, in der Defensive gut stehen. Ich habe ein bisschen zu viele Fehler gemacht im Aufbauspiel, finde ich, in den letzten Spielen. Da will ich konsequenter spielen, besser spielen. So, nochmal gerettet. Schade, schade, das hätte ich gedacht. Schöne Grätsche mit Verratti. So muss mal durch die Mitte. Was? Hat er denn den gekriegt? So, wir müssen mal über die Pace probieren. Ach, es gibt einen Elfmeter, das glaube ich, war keiner. Aber ich hatte auch gehofft, dass Lacazette direkt schießt. Es war auch nicht Lacazette, der gefoult wurde. Tolisso ist es. Naja, wobei doch, also es ist ein Elfmeter, also es ist auf jeden Fall ein Elfmeter, aber der Gegner kann nichts dafür, weil der Gegner wollte logischerweise nicht Tolisso irgendwie tackeln, sondern wollte den Ball aufhalten, aber er tackelt halt in Tolisso rein, also es ist ein Elfmeter auf jeden Fall. Es ist ein verdienter Elfmeter im Sinne von, es ist regelkonform, aber der Gegner wollte den auf jeden Fall nicht. Krass, er hält ihn und der Nachschuss ist auch nicht drin. Richtig scheiße. Er war nicht straff genug geschossen. Mittlerweile wäre natürlich die Führung mehr als verdient. Die Pay hat den Ball eigentlich schon. Geiler Pass auf Lacazette. Na also, es wurde aber auch Zeit und wieder mal Di Maria und ja, also wir haben es auf jeden Fall uns verdient. Der Elfmeter war zwar nicht die Schuld des Gegners, aber es war halt trotzdem ein verdienter Elfmeter. Dann haben wir noch die Riesenchance mit Lacazette und jetzt macht man halt mit Di Maria. Ich glaube, das ist okay hier, die Führung. Aber so weiterspielen, so drückend weiterspielen. Noch ein Tor machen. Der linke Fuß von Di Maria ist echt böse, wenn er zum Abschluss kommt. Macht gerne hier ein paar Dribblings und Tricks und die funktionieren auch richtig schlecht bisher.
Oh, wir waren doch dran. Wir hatten ihn doch. Schön. Oh, das war natürlich auch wieder lucky, aber schön, dass Draxler wieder einen macht. Schade, dass der erste Schuss geblockt wurde, da wäre denke ich auch schon rein. Und dann der zweite war abgefälscht? Ne, der war nicht abgefälscht. Der zweite war von Draxler selber so gewollt. Nein, es zählt als Eigentor, also war er doch abgefälscht. Scheiße, aber egal. Draxler, guter Mann. Zeigt sich wieder mal. Jetzt haben wir auch das durchgesetzt, konsequent dran geblieben und dann auch die entsprechend schnelle 2-0-Führung gemacht. Schade, hätte er besser mitnehmen müssen oder halt weiter in den Lauf spielen. Ah, diesmal gibt wenigstens die Ecke und nicht wieder den Ball zum Torhüter. Oblak natürlich auch guter Torhüter. Muss mal auf Aurier. Oder halt auf Williams. Sehr gut von Di Maria, schön mitgelaufen. Da hätte ich einfach durchlaufen sollen mit Di Maria. Schade. Aber schön, wie Verratti da an den Ball nochmal kommt. Ah, gefällt mir gerade das Spiel. Läuft. Sidibe steht genau richtig, aber dreht sich dann so blöd. Ah, macht den Fehler wieder gut. So blöd wieder zum eigenen Tor. Haben wir eigentlich den Ball, aber der Gegner spielt den Pass. Interessant. Jetzt halt kein Anschlusstreffer, das wäre eklig. Danke, Rouvier. Ball hätten wir eh gehabt, die wir den gehabt. Ist, denke ich, eine verdiente Führung, auch in der Höhe. Schade, dass wir den Elfmeter nicht gemacht haben, aber ist nicht so schlimm. Schön von Dante. Bin mal gespannt, ob der nochmal eine Info bekommt. Die wäre wahrscheinlich auch immer noch ziemlich preiswert, aber einfach so monströs, monsterhaft, monstig, dass der wahrscheinlich, ja. Vielleicht, na, besser als Hummels wahrscheinlich noch nicht, aber stark dann in die Richtung Hummels geht. Weil er halt dann immer noch langsam ist, aber. Halt schon die. Ist das jetzt die dritte oder die vierte Inform? Ist jetzt die dritte oder die zweite Inform? Die vierte ist auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das ist die dritte Inform von Dante, oder ist das die zweite? Na egal, auf jeden Fall die nächste Inform, wenn die dann 87er wäre. Schenken wir ihm fast noch das Tor. Fuck, Mann.
Geiler Scoop-Turn von Draxler, leider wird der Schuss wieder geblockt, der wäre bestimmt rein. Ich glaube, Scoop-Turns macht er nur aus dem Stand, oder? Oh, der war halt leider auch gut rausgespielt. Der war leider gut rausgespielt. Ich glaube, da kann ich auch nicht viel machen. Da war einfach gut gespielt. Ach, warum spielen wir denn auch nicht auf Defensiv? Verdammt. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht ihn damit stark gemacht haben. Aber wie gesagt, ich mache mir jetzt eigentlich auch wieder wenig Vorwürfe. Das war einfach wirklich ein sehr gut rausgespieltes Tor. Ist halt schade, dass es dann so ein geschenkter Abpraller wird, weil wir hatten ja nun auch noch einige Chancen, die dann halt nicht zum Abpraller wurden. Klar, das Tor von Draxler war natürlich auch abgefälscht, aber er wäre wahrscheinlich auch rein, wenn er nicht abgefälscht geworden wäre. So, machen wir mal ein schönes Kopfballtor. Ach du Scheiße. Soll doch nicht Draxler ins Kopfballduell gehen. Der Rat im Kopfballduell ist auch geil. Schade. Hat er wieder Glück. Das war ein dummer Pass von mir, da darf so nicht gespielt werden, das darf so nicht passieren. Sehr schön von Aurier. Boah, wie er den da rennen lässt. Wie kann denn der links, wie kann denn der links und Di Maria so einen Drall haben, dass er noch ins Aus geht? What? Ganz in Ruhe. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter. Also das war ein Elfmeter, das ist eigentlich auch rot. Also das ist rot, ein Elfmeter fällt mir gerade so ein, weil klare Torschance, die er da verhindert. Von hinten rein, also das ist halt rot, das ist halt rot. Oh. Wie kann man das nicht programmieren? Na, das sind klare Elfmeter. Ich hoffe mal, ich mache ihn jetzt. Oder halt auch nicht. Ich hätte gedacht, dass er nicht davon ausgeht, dass ich zweimal in die gleiche Richtung schieße. CPU-Kopfball.
Sehr geiler Ball. Sehr geiler Ball. Ich gehe nicht auf Zeitspiel, vielleicht ist es eine dumme Idee. Geil, wie die Pay echt noch wegrennt, obwohl er keine Ausdauer mehr hat. Ja, so verdient, Alter, das war so gut gepasst. Schöner Pass von Depay und dann ist halt einfach der Torhüter da. Das wäre so unverdient, oder? Ich hatte die Riesenchance zum 3-1. Ich habe zwei Elfmeter nicht geschossen. Also das ist absolut. Und wie gesagt, er bekommt die rote Karte nicht. Es war halt klar rot. Das ist auf jeden Fall eine verdiente Führung. Also ein verdienter Sieg. Es ist jetzt, denke ich, auch zu knapp ist es auch verdient, weil der Gegner halt auch noch ein, zwei Torschancen gehabt hat. Aber also dass es so ein knapper Sieg wird, ist, denke ich, verdient. Also ein knapper Sieg ist verdient. Oh, zwei Elfmeter nicht geschossen, aber er war leider zweimal in der richtigen Ecke. Ich meine, ich schieße die dann halt lieber so, dass das Risiko, dass ich sie verschieße, quasi nicht existiert. Dafür gibt es aber die Möglichkeit, das zu halten. Das heißt, ich versuche, die unhaltbar zu schießen, dann knall ich sie sonst wohin. So, Tore, Di Maria. Das andere war ein Eigentor, oder was? Ach ja, das war ein Eigentor, schade. Und Vorlagen Verratti. Eigentlich noch ein Tor von Draxler, aber okay. So, und das Ganze jetzt bitte noch einmal, vielleicht ein bisschen souveräner, vielleicht ein bisschen besser. Das ist, muss ich mir den Vorwurf machen. Also in den letzten Spielen habe ich zwar alles schön gewonnen, aber ich habe leider nicht den Deckel drauf gemacht, frühzeitig. Ist immer zu knapp gewesen. Man hat ja gesehen, jetzt hier, selbst bei einem 2-0, sobald der Gegner ein Tor schießt, wird es halt nochmal interessant. Für den Gegner auch wieder kein ultra starkes Team, abgesehen halt von Reus, und in von Benny Der, da nervt wirklich rum. Den spielen die Leute sehr gern, wie es aussieht. Schade. Uiuiui, was ist denn da los? Böses Foul. Ja, sehr schön. Fuck, nicht straff genug. Sehr geil. Abpraller, Abstauber, ist mir scheißegal. Hauptsache, wir machen wieder ein zeitiges 1-0. Und das Schöne ist halt wirklich die Druckphase einfach nutzen am Anfang. Hier haben wieder Druck gemacht beim Gegner und wir schaffen es, das Tor zu schießen. Aber es ist ein bisschen glücklich, aber ein bisschen glücklich war es. So. Und es waren ja auch gut rausgespielte Torchancen. Also, zwar jetzt keine hundertprozentigen, außer jetzt natürlich der Abpraller, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt aus 100 Metern Entfernung geschossen haben und dann irgendwas reingefallen ist.
So, nachdem sein Werbers bin ich geklappt hat, gehen wir mal etwas rabiater rein. Das sind halt solche Pässe, also die sind eigentlich einfach, meiner Meinung nach. Vielleicht irre ich mich auch, aber. Also jemand, der gerne trickst, wie es aussieht. Boah, einfach nur rangehen. Habt ihr das gesehen, wie er stehen bleibt? Tolisso war das. Geil. Er war noch am Ball dran. Ich weiß nicht, warum er jetzt den Vorteil abpfeift, ey. Hoffentlich kann er das nicht. War richtig geil geklärt, dieser beschissene Vollidiot, ey. Du beschissener. Be Oh, dich aufregen. Was für ein dummer. Habt ihr das gesehen? Was war denn das bitte? Fuck! Oh, so ein kackgeschenktes Kacktor, weil der Typ nicht klären will. Beziehungsweise sonst wohin passt. Egal, ruhig bleiben, steht nur 1-1, ist total unverdient. Wir machen jetzt einfach. Ja, es war ein Foul, klar. Einfach ruhig bleiben, nicht drüber nachdenken. So ein Lacker, ey, das gibt's gar nicht. Und nochmal Lack, dass ich den nächsten Ball besitze. Keine Ahnung, was die Maria da macht. Geil, wie deine Scheißtricks alle nicht klappen. Das regt mich gerade auf, ich merk's, wie mich das gerade aufregt, dieses scheiß Gegentor. Das ist halt so ein billiges Kacktor war. Es war halt nicht mal ein Abpraller, weil er gut aufs Tor geschossen hat, sondern einfach nur so ein verdammtes, ey, ich mach mal einen beschissenen Scheißkopfball. Es steht nur 1-1, komm, ich muss einfach nur ein Tor schießen, das ist die größte Strafe für den Gegner. Wenn ich jetzt noch ein Tor mache und das Spiel gewinnen. Ja, wie oft willst du denn noch den zweiten Ball bekommen? Ey, das ist zum Kotzen. Ja, da habe ich leider schon gedrückt. Nice. Ach so, Halbzeit deswegen.
Schöner Schuss von Lacazette. Wunderbar. Sollte flach ins linke Eck und da schießt ihn. Naja, ist egal. Komm, wir diskutieren nicht drüber. Vielleicht muss ich da nochmal schießen. Ja, Berbers macht er gerne und ich verkackt er auch gerne. So, ich wechsle erstmal. Vielleicht sollte ich auch eher die gelben Karten auswechseln. Ne, Quatsch. Wir brauchen wieder frische Pace. Ja. Ganz in Ruhe ist nichts passiert. Wir sind meiner Meinung nach der Bessere und können ja immer noch. Bleib ganz ruhig. Fuck, Mann. Fuck!
Ich bekomme wieder die ganze Zeit nicht die Spieler, die ich will, wenn ich wechsle. Komme aber auch keinen Angriff mehr hin. Natürlich nicht gepfiffen. Nice Luck, nice Luck. Natürlich muss man wieder Alu sein. Hat man lange nicht mehr. Wieder ist der zweite Ball beim Gegner. Scheiße, Mann. Scheiß-Drecks-Alu-Treffer. Mach bei mir erstmal Licht an. Wird dunkel. Verdammter Alu-Treffer, ey. Warum ist denn da nicht rein? Das Positive an dem Alu-Treffer ist, dass er uns zeigt, dass wir halt zu Abschlusschancen kommen. Also ihr merkt, ich bin total ruhig und man merkt, denke ich, auch, dass ich ein bisschen angepisst bin. Aber ich versuche gerade so gut wie möglich das zu kompensieren und zu ignorieren, deswegen bin ich auch so leise. Ich glaube, ich krieg's ganz gut hin, aber ich könnte ein bisschen besser spielen, aber es fällt mir gerade schwer, je nach dem Gegentor, muss ich zugeben. Es ist klar, man schafft es einfach nie zu 100% ohne Emotion zu spielen. Wieder bekommt er den zweiten Ball. So wird einfach mein schönes Eckentor. Das Ding wäre drin gewesen von Draxler. Fuck! Rettet auf der Linie. Hammer. Fick dich mit deinem scheiß Körpereinsatz! Oh nein, wie kann er denn den Pass verkacken? Oh, diese Riesenchance mit Draxler, ey, und der schafft es echt auf der Linie, den wieder rauszuköpfen. Fuck.
Oh nein, da lässt den Ball liegen. Was ist da denn los? Ball sollte nicht dahin. Oh fuck. Was ist denn das für ein Lacker, ey? Meine Fresse. Kein Elfmeter, geil. Das war's, Elfmeter schießen. Aber es ist trotzdem Elfmeterschießen. Scheiße! Oh, der macht bestimmt total verrückt, der fancy Drecks-Elfmeter wieder. Was ist so ein Typ? Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Konzentriere dich vor allem darauf, deine eigene nicht zu straff zu schießen. Verschieß sie nicht. Versuch die vom Gegner zu antizipieren und was dann rauskommt, kommt halt raus. Und erst am Ende ist es vorbei. Was für ein beschissener Lacker, ey. Fuck you. Bis zum nächsten Mal, Paxis.